Hallo ihr Lieben, ich wollte mein Zeugnis jetzt euch mitteilen, wie ich von meinen Rückenschmerzen geheilt bin durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihr müsst wissen, ich habe die Rückenschmerzen schon mein ganzes Leben lang, als ich klein war, fing es an, immer nur mal etwas und wurde dann auch stärker und hat sich dann auch wieder gelegt, aber es war immer da. Und es war an manchen Tagen dann so arg und schlimm, dass ich gar nicht stehen konnte, sondern mich hinsetzen konnte. Also hinsetzen musste. Und es war richtig schmerzhaft. Ich musste auch weinen deswegen. Dann war ich auch beim Arzt und dann haben die festgestellt, dass in einigen Wirbel Körpern nur noch ganz wenig Flüssigkeit war, was die Schmerzen verursacht haben. Aber das war auch so schön, dass ich dann bei der Arbeit das gemerkt habe. Ich habe vorher im Krankenhaus gearbeitet und ich hatte Schmerzen beim Bücken, konnte nicht richtig runtergehen. Ja, das war richtig arg. Und dann war es mittlerweile so schlimm, jetzt vor kurzer Zeit, vor unserer Hochzeit, musste ich dann öfters auch zu Hause bleiben, deswegen. Und das tat mir immer so leid, dass Lena dann nicht mitgehen konnte. Und auch dann sagen, was denn das geht halt nicht jetzt zur Gebetsstunde oder zum Gottesdienst zu gehen. Einfach wegen den Schmerzen. Und gestern wollte ich, war das so arg mit den Schmerzen, dass ich jetzt nicht mitgehen konnte zur Gebetsstunde. Ich musste auch den ganzen Tag im Bett. Und man hat auch gefragt bei den Gebetsstunden, warum ich nicht dabei bin. Lilly hat dann erklärt mit den Rückenschmerzen. Und jemand hat gefragt, ob ich das schon länger habe. Ja, das habe ich seit Kindheit an, wie gesagt. Und das ist so extrem schlimm gewesen. Und Lilly hat dann für mich beten lassen. Und dann hat jemand eine Vision gesehen, wie Jesus persönlich im Arztkittel mir eine Spritze mitten im Rücken gegeben hat. Und ab diesem Zeitpunkt war alles komplett weg, die ganzen Schmerzen waren weg. Ich bin runtergegangen und war einfach glücklich und dankbar. Lobpreis und Ehre sei unseren Herrn. Halleluja, Moschei de Lehia, Boha, de Genia, Moschei de Lehia. Danke, Vater. Danke, dass du mir den Schmerz genommen hast. Das wollte ich mit euch mitteilen, wie groß unser lebendiger Gott ist. Und wie groß er die Wunder tun kann. Wenn man ihn von ganzem Herzen darum bittet. Amen.